würde es mich mal wieder loslassen. Oh, jetzt hat es mich aber wieder erwischt. Servus, Freunde. Hier ist euer guter Launeboy, der Andi. Richtig, der Mann mit der guten Laune. Und dieser Geselle hier neben mir, das ist, ja, wo sind wir wohl? Das ist in der althistorischen Altstadt von Weilderstadt. Und was sehen wir da? Diese Gesellen blühen hier richtig auf an der fünften Jahreszeit. Das ist auch bald wieder soweit. Und dann ist der hier zum Leben erweckt. Und der wacht. Mein lieber Mann, dem möchte man nachts nicht begegnen. Kannst du ruhig loslassen. Dankeschön. Aber es gibt ja nicht nur ihn hier in Weilderstadt, sondern ich zeige euch noch was. Jetzt wird's ganz tierisch und auch wild. Da gibt es die Weiler Bären und dann was für mich, die Weiler Spicklingsweiber. Ich will das gerade mal abnehmen. Ein Genuss, wenn diese Mädels durch die Straßen laufen. Und wen haben wir hier noch? Das ist der, der am meisten Lärm macht. Das ist der Schellenteufel. Eigentlich ein ganz netter Geselle. So, schauen wir mal noch, was haben wir denn noch so? Aber das hier ist die historische Altstadt und es ist ein Traum, Freunde. Kommt vorbei, man glaubt es kaum, Weilderstadt ist halt auch im Sommer ein Traum. Hohoho. Wen haben wir denn da? Das sind die berühmten Stecketäler. Und den gibt er nicht her. Das weiß ich. Und schnell weg, bevor es Ärger gibt. Ja, ja. Da haben wir den Zunftrat, den Zunftmeister. Und einer allein darf nicht bekanntlich fehlen. Da sind sie. Die Mädels machen deutlich eine bessere Figur als ich. Und das hier. Nein, ich muss nicht, Tibi, das ist die Hexe, die bekannte Weiler-Hexe. Ein Traum, wenn man sie live sieht, man glaubt es kaum. Und das hier sind, so wie ich, die Zigeuner. Und mit diesen tollen Bildern verabschiede ich mich von diesem historischen Brunnen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten ist hier in YouTube wieder alles klar. Piep, piep, piep. Ich hab euch lieb, euer Gute Launeboy.